Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir geben uns wieder den neuen Song von der lieben Elif. Der ist jetzt schon einige Tage draußen, aber es ist gestern das Musikvideo rausgekommen. Deswegen, ich habe noch nicht reingehört, ich habe den Song noch nicht gehört, weil ich spekuliert habe, ob da vielleicht noch ein Musikvideo kommt. Und ist tatsächlich noch zu Alaska ein wunderbares Musikvideo online gekommen, ja. Ganz kurze Information für alle, ich bin heute 23.30 Uhr auf Twitch live. Bis, keine Ahnung, 1, 2, 3 Uhr, irgendwie so in diesem Rahmen, werden wir uns die ganzen Releases, die jetzt über Nacht rauskommen, geben, zusammen im Livestream auf Twitch. Link in der Beschreibung, lasst gerne ein Follow da, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, hören wir jetzt rein bei Elif mit Alaska. Wirklich in den letzten Tagen so, was heißt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen auf jeden Fall meine Lieblingskünstlerin. Wo ich mich immer sehr freue, wenn was Neues online kommt, Freunde, ja. Link auf jeden Fall zum Original in der Beschreibung. Lasst da schon mal ein bisschen Liebe da. Aber nicht zu viel Liebe, Freunde. Aber ein bisschen Liebe. Let's go. Baba sagt, ich hab keinen guten Ruf. Hab es mit zu vielen Typen versucht. Mama sagt, auf mir liegt ein Fluch. Ich liebe es, wie sie einfach ihre Stimme zu 100% unter Kontrolle hat und in solchen schwierigen Tonlagen noch schafft, eine leichte Melodie reinzubekommen in ihrer Stimme. Das ist crazy. Mama sagt, auf mir liegt ein Fluch. Das ist krass. Kann nur versagen, egal was ich tu. Manchmal glaube ich, ich werde auch genauso krank wie all die anderen. Ey, ihre Augen sind auch einfach, das sind einfach andere Augen, Alter, holy fuck. Ich habe lange nicht mehr solche schönen, großen Augen gesehen, Alter, holy shit, Leute. Damn. Jetzt werden wieder 80 Leute in die Kommentare schreiben, dass ich verliebt bin. Ja, und? Spaß, Mann, Leute, ey. Minus 7 Grad, ich lauf alleine durch den Stadtpark. Oh, ey, ich muss ganz kurz wieder Shoutouts geben, von wem das produziert ist, Mann. Erstmal Video-Credits, Chico Worldwide. Sehr gutes Musikvideo bis jetzt. Produced by Bee Gees, okay. Krass. Oh. Fühle ich. Downenjacke hält mich warm, doch in meinem Herzen ist Alaska. Ich weiß nicht, was Liebe ist. Egal wie viel ich krieg, ich brauch mehr davon. Es zerreißt mich. Innerlich, wenn ich wieder mal nicht weiß, wo ich sie herbekomme, sogar mein Therapeut. Ja, Mann, ey, das ist schon krass. Es ist schon krass, wie sie das beschreibt, finde ich sehr, sehr interessant, die Angehensweise irgendwie, das so zu beschreiben. Egal wie viel ich krieg, ich brauch mehr davon. Es zerreißt mich innerlich, wenn ich wieder mal nicht weiß, wo ich sie herbekomme. Sogar mein Therapeut sagt, er weiß nicht mehr weiter. Meine dunkle Seite, stärker als die weiße. Vergiftet, Zukunft ungewiss, ja. Es ist so wie es ist, ja. Es ist so wie es ist, ja. Baba sagt, ich hab keinen guten Ruf. Boah, es ist einfach krass, finde ich. Es ist einfach krass, wie viele verschiedene Melodien sie so da reinbekommt. Es ist ein ganz eigener Stil irgendwie. Es ist ganz komisch. Es ist so eine krasse, gute Mischung aus Rap-Elementen und Gesang. Aber es passt so unglaublich gut und es ist so ein neuer Sound, der mir gefehlt hat. Es ist, ja. Baba sagt, ich hab keinen guten Ruf. Hab es mit zu vielen Typen versucht. Warum sieht diese Szene, wo sie sich so über das Gesicht fest mit ihren Fingern so unglaublich... Keine Ahnung, warum? Ich möchte mir das gerne ansehen. Ich bin schon wieder sehr gut in Sachen beschreiben heute, aber das sieht irgendwie... Ja, sieht gut aus. Mama sagt, auf mir liegt ein Schuh. Es hat irgendwas Anziehendes. Vielleicht auch irgendwas Ausziehendes. Sagen, egal was ich tu. Manchmal glaube ich, ich werde auch genauso krank wie all die anderen. Das erinnert mich ein bisschen an, Rockstar. Post Malone 21 Savage. Achtet mal drauf. Kann nur versagen, egal was ich tu. Oder? Manchmal glaube ich, ich werde auch genauso krank wie all die anderen. So ein bisschen. Sie haben gesagt, ich werde verrückt und ja, ich glaube es ihnen so langsam.
ich lauf alleine durch den Stadtpark. Ah. Die Daunenjacke hält mich warm, doch in meinem Herzen ist Alaska. Die Daunenjacke hält mich warm, doch in meinem Herzen ist Alaska. Ey, diese Stimme hat gefehlt. Diese Stimme hat gefehlt, Alter. Boah. Krass, finde ich, oder nicht? Seid ehrlich, Leute. Seid ehrlich. Und ich habe sie jetzt erst entdeckt. Ich habe sie... Wo war ich? Wo war ich all die Jahre? Wo war sie all die Jahre? Es hat zu lange gedauert. Schneid, Eiszeit. In mir brennt ein Feuer, das nach draußen will. Erfriere ohne Familie. Hab's gesagt, hab's geschrien, aber sie glauben's nicht. Okay, dann ohne euch. Boah, das sind starke Zeilen. Das sind starke Zeilen, die sie gerade kickt. Boah. Sie meinte, sie hat keinen Support bekommen von ihrer Family so wirklich. Wusste, seitdem sie 9 ist, dass sie auf eigene Faust das machen muss und hat aber trotzdem im Hinterkopf, okay, ich werde euch später Häuser kaufen. Ich werde euch später alles zurückgeben, was ihr mir nicht gegeben habt, werde ich euch doppelt trotzdem zurückgeben, so gefühlt. Wusste, seit ich 9, baue mir selbst was auf, ja, und kauf euch dann 2 Häuser. Weiß, was ich gesehen hab, lern aus euren Fehlern. Mach das anders später, ich mach das anders später. Das sind sehr starke Worte, Mann. Ich lerne aus euren Fehlern. Sehr, sehr starke Worte, Mann. Baba sagt, ich hab keinen guten Ruf. Bestraft mich mit Liebesentzug. Ey, ist auch nicht einfach, überall sowas zu reden. Deswegen gebe ich dir immer Props, wenn sich Musiker so öffnen, so wie es ähnlich was macht in den letzten Songs. So. Da gehört viel dazu, sowas mit so einer breiten Masse zu teilen für dich. Das ist echt krass persönlich und es ist nicht einfach, sowas für die meisten Leute sowas zu teilen. Deswegen Props auf jeden Fall. Mama sagt, auf mir liegt ein Fluch. Manchmal glaube ich, ich werde auch genauso krank wie all die anderen. Oh. Sie haben mir gesagt, ich wäre verrückt und ja, ich glaube es ihnen so langsam. -7 Grad, ich laufe alleine durch den Stadtpark. Auch wirklich dickes Shoutouts für das Instrumental, Alter, das ist echt krass. Die Daunenjacke hält mich warm, doch in meinem Herzen ist Alaska. Daunenjacke hält mich warm, doch in meinem Herzen ist Alaska. Damn. Sehr starker Song, sehr starker Song. Freunde, wir kommen zu einem kleinen großen Mini-Fazit, ja? Das war Elif mit Alaska. Was soll ich sagen, Freunde? Was soll ich sagen? Sie hat irgendwie was, sie hat was sehr Besonderes, etwas sehr, sehr, sehr Einzigartiges und sehr... Man sieht sich was an, man hört sich was an. Und so geht es mir zumindest. Man hat direkt Lust, man möchte noch mehr sehen. Man möchte direkt noch mehr hören, Mann. Keine Ahnung, Mann. Es ist schwer. Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist... Ich finde sie einfach sehr, sehr interessant, sehr einzigartig. Und ich finde es halt für mich einfach und für viele andere auch, für sie auch, schade, dass ich sie jetzt erst entdeckt habe, dass viele andere sie jetzt erst entdecken, so. Weil sie macht ja echt schon extrem lange Musik, Mann, und ich kannte sie vorher gar nicht. Was ich schade finde. Aber umso schöner ist es andererseits jetzt, dass sie so viel guten Output hat, dass sie so durchzieht jetzt, dass es auch so gut ankommt, so großen Anklang findet und dass jetzt so viele neue Leute jetzt auf ihre Musik stoßen und auf ihre Musik irgendwie aufmerksam werden, weil die letzten Sachen gerade, auch wenn ich das hier oben nochmal sehe, Gitarre, Alter. Gitarre, auch so ein krasser Track, Alter. Holy shit. Nur mir auch so schön. Ey, Freunde, sollen wir nochmal von den älteren Sachen irgendwas abchecken? Hätte ich auch Lust drauf, Mann. Auf jeden Fall, sehr, sehr schöner Song wieder. Wie gesagt, ich finde es immer krass, wenn man sich so heftig öffnet und so viel von sich selbst preisgibt und irgendwie das mit Musik alles so ein bisschen verarbeitet, vielleicht auch, was in der Vergangenheit nicht so cool war, anstatt dann auf irgendwelche anderen Sachen zurückzugreifen. So, ich finde, mit Kunst kann man Sachen immer am besten verarbeiten. Und das macht Elif hier auch in einer gewissen Art und Weise. Deswegen, ey, für mich ein unglaublich schöner Song, Freunde. Ihr wisst, denke ich, meine Meinung zu Elif ist, dass ich mich auf alles Weitere freue und ich immer offen bin, mir Neues von ihr anzuhören, ja? Gut. Schreibt mir mal euren Lieblingstrack von Elif rein, Freunde. Das würde mich interessieren. Eure Lieblingstrack von Elif, egal wie alt, egal wie neu, in die Kommentare. Und den checke ich einfach ein bisschen was aus. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's an der Stelle. Nicht vergessen, heute 23.30 Uhr live auf Twitch. Schaut vorbei. Bis dahin. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.